Und wir wählen die Black Beauty, würde ich mal einfach sagen. Uiuiui, in den ersten beiden Rennen hat Ciuto Rosa ziemlich spannend gemacht. Ich hoffe, dass ich jetzt mal perfektioniere deine Ideallinie im Übungsmodus. Die Strecke ist nur für dich ganz ohne Gegner. Dass ich jetzt hier mal einen Spezialtrick hinkriege, das wäre natürlich obernice. Aber die sind natürlich, gerade weil sie Spezialtricks und die schwierigsten im Spiel sind, nicht gerade einfach zu stehen. Und ich bin noch nicht so gut in dem Spiel, dass ich jetzt sage, ach, das wird locker klappen. Aber ich will es natürlich versuchen, um euch auch ein bisschen schöne Tricks zu bieten. Ich meine, diese Expertentricks, die sind schon definitiv nice, keine Frage, aber da geht schon noch mehr, würde ich jetzt mal so behaupten, ganz dreist. So, fertig geladen, nice, und wir sind am Tonga-Krater in Neuseeland. Wunderschöne Natur, zerklüftet, spektakulär. Und perfekt für ein Pio-Rennen in der Welttournee. Bomb Squad heißt die Stufe und wir werden jetzt hier unsere kleinen Bömmchen legen, denn keiner wird uns auf der Strecke folgen können, will ich mal hoffen. Die Black Beauty und die Beauty Rossa am Steuer, das sollte doch überhaupt kein Problem sein. So, Wettrennen. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Hier stehen keine Schanzen. Oh, das sieht gleich nach einer großen Schanze aus. Soll ich da mal einen Backflip versuchen? Ja. Das war gut. Mir muss das mit dem Backflip nochmal verstehen. Schönes Ding, Rosa. Alter. Landet der auch ganz dreist auf mir. Ich bin eine Lady. Ladies first. Sorry, ich muss hier mal durch. Sorry. So, jetzt will ich aber mal den Backflip versuchen. Oder den Frontflip in dem Fall. Schaffe ich zwei? Schaffe ich zwei? Nein. Voll verkackt. Da wollte ich zu viel und werde jetzt bestraft mit dem 14. Platz. Aber geile Strecke. Gefällt mir gut. Nice. Auch wenn wir gerade uns ein bisschen das Feld von hinten angucken müssen. Alter Schwede. Das läuft ja wirklich hervorragend. Boah, was sind denn das hier für hammergeile Schanzen? So, Superman und Superman Seat Grab. Da sind doch die Profi-Tricks schon verfügbar. Jetzt sollten wir aber hier mal ein bisschen auf Geschwindigkeit durchs Feld gehen, weil Alter, sind die hammergeile Schanzen. Also hier kann man auf jeden Fall den Spezialtrick stehen. Bin ich mir ziemlich sicher. So, rauf aufs Ding wieder. Jawohl, und da ist er doch. Der Spezialtrick. So, langsam arbeiten wir uns auch vor. Aber schleichend, möchte man meinen. Nein, verdammt. Geh doch da auf dein Bike, Mädchen. Okay. Ja, ja, ja. Also hier irgendwelche großen Töne schwingen und dann so scheiße fahren. So geht's ja wohl nicht. So, nur 12. Das ist echt katastrophal. Und irgendwie, weiß ich nicht. Macht die gute Rosa ist immer relativ spannend, habe ich das Gefühl. So, einen kleinen Meadowcopter, rauf aufs Ding. Das sieht auch schon viel besser aus. Will ich aber auch mal meinen. So, hier verkacken einen hier, das gefällt mir sehr, sehr gut. Dadurch kommen wir im Feld nach vorne und wir haben immer noch keinen Spezialtrick. Was machen wir denn mal? Ich glaube, wir machen mal einen Ruler. Der würde mir jetzt gut gefallen. So. Ja, nice. Rauf da. Spezialtrick. Nein, der wird wieder nicht klappen. Ich weiß es doch. Ma, ich sollte das jetzt lassen. Ich sollte mich erstmal positionsgetreu nach vorne arbeiten. Ja, jetzt habe ich wieder extrem viel verloren, wie ihr seht. Und es ist schon die Runde 2 von 3. Also, das geht gar nicht momentan. So, ich werde jetzt mal ohne jedes Risiko fahren und erstmal gucken, dass ich nicht stürze, weil Stürze werden jetzt natürlich tödlich. Wobei, hier kann man schon mal so einen Skyscraper machen. Aber natürlich immer ohne jedes Risiko. Und von den Spezialtricks sollte ich jetzt erstmal die Finger lassen. Und warum komme ich da so scheiße durch? Man weiß es nicht.
So, jetzt gib hier mal ein bisschen Boost, Mädchen. Runde 2 von 3 und wir liegen so weit hinten. Alter, warum springt sie denn da nicht? Ich verstehe es nicht. Wieder werden wir überholt. So, da springe ich jetzt einfach mal nur. Ach, der Typ hat den Trick viel zu lange versucht zu stehen. So, Profitrick verloren, ist mir jetzt gerade mal egal. Ich muss mich irgendwie ans Feld ranfahren, denn wir sind relativ weit zurück. So, jetzt mach doch da mal ein paar Fehler. Kann doch nicht wahr sein, dass die da so fehlerfrei alle durchkommen. So, wie ihr seht, ich riskiere gerade nichts mehr. Aber das hat auch seinen Grund, denn ich will ja natürlich irgendwie ungeschoren durchkommen. Aber das sieht momentan nicht so gut aus. So, da hätte ich jetzt natürlich locker einen Spezialtrick stehen können. Aber ich will es einfach nicht riskieren gerade. Komm hoch da, Mädchen. Ich komme nicht an die Spitze ran. Also das könnte das erste Rennen sein, in dem wir wirklich relativ stark versagen. Aber die Typen machen auch irgendwie keine Fehler, habe ich das Gefühl. Doch, da vorne wurden jetzt mal richtig fett Fehler gemacht. So, da sind die nächsten. Und ich weiß, es ist übertrieben, solche Gammeltricks auf solchen Schanzen zu machen. Oder untertrieben, besser gesagt. Aber ich weiß mir gerade keines besseren Mittel zu helfen. Und die springt auch so scheiße. Ja, ich würde mal sagen, das ist das erste Rennen, in dem wir nicht Erster werden. Und das wir wohl nochmal machen werden müssen. Denn ich will hier Erster werden. So viel ist schon mal klar. Gib doch Gas jetzt. So. Fünfter werden wir noch. Super. Aber das ist natürlich niemals unser Anspruch und das werden wir auf jeden Fall. Du hast es mit den Nerven bekommen, was? Lerne aus deinen Fehlern und komme besser zurück als je zuvor. Vergiss nicht, es ist noch keiner über Nacht Meister geworden. Du hast Talent, Mensch, also nicht aufgeben. Ja, halt's Maul, ganz ehrlich. Also das wird auf jeden Fall nochmal neu gestartet. Das ging ja gar nicht. Und jetzt muss ich mehr darauf achten, wirklich nur an den Schanzen, wo es geht, meine Tricks zu machen, Spezialtricks und sonst einfach solide zu fahren. Dann werde ich auch irgendwie die Spitze erobern. Jawohl. Boah, der war schon wieder extrem flach. Ich weiß nicht, woran das lag. So, die machen alle fleißig ihre Tricks. Sollen sie ruhig. Komm, gib Gas jetzt hier. Da lässt sie die schon wieder wegfahren. Also wirklich. Ein super gutes Renngefühl ist die aber nicht. Naja, ich sag ja einfach nichts. So, da habe ich sie wieder voll verkackt. Wollte ich eigentlich einen Backflip machen. Hat natürlich nicht geklappt. Und sie springt überhaupt nicht hoch. Was soll ich da sagen? Zu so einer Kacke. Spring doch, Mädchen. Ach, Mann. Und schon wieder auf Rang 16, weil sie den Sprung verkackt hat. So wird das natürlich nichts. Ich habe auch das Gefühl, ich fahre extrem langsame Routen. Also, dass das hier nicht ganz optimal ist, wie ich fahre. So. Der Krater ist zwar an sich sehr schön, aber anscheinend kein gutes Pflaster für mich. So, mach doch mal ein paar Fehler jetzt hier. Bitte. So, jetzt kommen wir ganz ordentlich durchs Feld. So, und jetzt hier ein bisschen auf der Nebenstrecke abgehen. Ja, genau so. Haben wir schön nach vorne gearbeitet. Die muss ich mir merken. Die ist nämlich gut, diese Nebenstrecke. So. Wo sind die ersten Halodri schon wieder? Jetzt gib Boost. Und rauf. Genau. Das sollte auch klappen. So,
So, leider immer noch kein Spezialtrick, aber ein Meadowcopter wird es gleich auch tun. So, jetzt will ich da einmal bitte ordentlich rüberkommen. Der ist gut, rauf, genau. Perfekt, und hier jetzt einfach mal einen ganz normalen Superman. Nice. Was, wie weit sind denn die ersten da schon vorne? Ich fasse es nicht. Naja. Also wirklich, wie die so stark hier fahren, ist mir noch ein Rätsel. Aber ich hoffe, dieses Rätsel wird sich bald klären, denn... Boah, der Sprung war nice. Denn wir sollten hier noch irgendwie was reißen. Shit, und da kommen sie mal wieder nicht rüber. Ey. Ach, Mann, Rosa. Was sollen wir bloß mit ihr machen? Nein! Nein! Ach, Mann. Ist doch nicht zu fassen. Ich habe das Gefühl, ich muss echt solche Tricks machen, damit ich hier mit ihr auf der sicheren Seite bin. Also da ist der gute Wade doch um Längen besser, oder? Habe ich so das Gefühl. Ja, und überholst mich auch noch. Sind wir alle zufrieden, ne? Am Arsch. Oh, und dann diese Lenkung, ey. Ich schaffiere mich hier wieder ein bisschen, Leute, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das muss auch gerade sein. So, jetzt komme ich hier nochmal ganz gut durchs Feld, oder? Wenn die nur mal irgendwelche verdammten Fehler machen könnten, aber nein, können sie ja nicht. So, machen wir mal einen Tweak Air und runter da. Spezialtrick. Spring! Warum springt sie da nicht? Sie springt da nie. Ich habe doch perfekt vorgeladen. So. So muss das nämlich. So, und jetzt gib Gummi. Ah, so, sehr gut. Der hat mal verkackt. Das ist nice. Trick wiederholt, ist mir jetzt egal. Der hat auch verkackt. Dritter. Wer ist da so weit vorne? Ich weiß nicht, aber ein dritter Platz wäre zumindest noch akzeptabler. Lass mich vorbei, Yukio. Ich meine doch, das war Yukio. Oh, zweiter Platz, alter Schwede. Wer war da so weit vorne, ist die Frage. Nun gut, aber ein zweiter ist immer noch besser als nichts. Sicher, dass ich nicht gewonnen habe? Ja, das hast du irgendwie nicht so nice gemacht, lieber Rosa. Weiß auch nicht, was da los war. Wer war denn da bitte Erster? Kann mir das jemand erklären? Valdez? Boah, alter Schwede. Mit 7 Sekunden Vorsprung. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Wrath Racing, neue Querlenker freigeschaltet. Pro Tapper Evo, neue Lenkstange freigeschaltet. Neue Renn- und Freestyle-Kurse freigeschaltet. Tonga Krater. So, und jetzt nehmen wir hier doch mal hier die Rennstoßdämpfer plus 17 Steuerung. Und die möchte ich jetzt auch mal anbringen. Ganz kurz an der Black Beauty. Hier kannst du dein ATV umrüsten. Um ein Teil zu wechseln, wähle es in der Komponentenliste aus. Ja, komm. Wo kann ich das jetzt machen? Ich möchte nur diesen einen Stoßdämpfer ändern. Ja, ist ja in Ordnung. Ach so. Ach, ich bin auch ein Lauch. Genau hier und dann neues Upgrade. Zack. So. Haben wir noch irgendwo ein neues Update? Upgrade, da haben wir ein neues Upgrade. Na, Klasse C, dann dürfen wir es aber hier nicht mehr fahren. Deswegen
ist das nicht so gut. So, neues Teil. Das bringt es auf jeden Fall. Nehmen wir. Neues Upgrade. Zack. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, gibt es hier noch irgendwas? Eigentlich wollte ich nochmal durchgucken. Neues Teil. Ja, packen wir das einfach mal ran. Soll der Geiz. Neues Teil. Ja, gut. Packen wir die auch mal ran. Und ja, Änderungen auf jeden Fall beibehalten. Und dann wollen wir nochmal gucken, ob wir beim nächsten Event besser abschneiden. Denn da war ja nichts in dieser Folge. Nur ein zweiter Platz. Aber ich hoffe, bei den Timberforts in Wyoming wird es uns besser ergehen.